Ja, letzte Woche haben wir hier ja gejubelt, wie großartig WatchOS 9 ist, mit all den tollen neuen Funktionen und dass es eben auch ganz, ganz viele alte Uhren kriegen. Das ist wirklich unglaublich großartig und ich habe mich riesig darüber gefreut, bis sich ein paar Leute bei mir gemeldet haben mit folgendem Problem. Sie haben eine Apple Watch 7 beispielsweise und ein iPhone 7, was iOS 16 nicht mehr kriegt. Und da ist mir etwas bewusst geworden, was ich nicht wusste vorher oder mir nicht aufgefallen ist. Das passiert YouTubern und Tech-Testern häufig, weil sie ständig die neuesten Sachen haben, sehen sie Randcases nicht, die auch passieren können. Diesen Leuten ist nämlich Folgendes passiert. Sie haben zwar eine top aktuelle Apple Watch, aber nicht mehr das neueste iPhone. Und weil sie nicht mehr das neueste iPhone haben, kriegen sie nicht die neueste Software auf ihre ziemlich bis top aktuelle Apple Watch. Genau. WatchOS 9 ist nämlich an iOS 16 gekoppelt. Wer also kein iOS 16 auf seinem iPhone hat, kriegt WatchOS 9 nicht auf die Uhr. Das ist natürlich frustig, wenn man ein iPhone 7 oder älter hat, was iOS 16 nicht mehr kriegt. Das war mir gar nicht so bewusst und hat mich natürlich dann auch ein bisschen enttäuscht und geärgert. Und er hat im Internet auch ein bisschen Diskussion gegeben, als ich das vertwittert habe. Manche haben gesagt, ja, kauf dir einfach ein neues iPhone. Ja, das denkt sich Apple wohl auch, aber das ist natürlich nicht mehr nur so die halbe Lösung. Wir haben dann auch darüber diskutiert, ja, ist die Apple Watch jetzt ein unabhängiges Gerät oder ist die Apple Watch ein iPhone-Zubehör? Und genau da entlang geht halt einmal mehr die Bruchlinie. Wir haben zum Schluss des WatchOS 9 Videos, haben wir sie auch davon gehabt, was halt immer noch nicht gut genug ist, die Uhr ist immer noch zu abhängig vom iPhone und diese armen Leute, die jetzt wirklich Pech haben, die trifft es jetzt halt wirklich besonders hart. Jemand hat auch geschrieben, er könne seine Apple Watch 3, die ja WatchOS 9 sowieso nicht mehr kriegt, nicht mit dem iOS 14 iPhone verbinden. Aber keine Sorge, das habe ich problemlos hingekriegt. Ich habe meine alte 3er wieder reaktiviert. Die kriegt irgendein WatchOS 8. irgendwas und lässt sich problemlos mit dem iPhone 14 Pro Max nutzen. Das funktioniert tadellos. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Nein, das Problem ist wirklich, wenn man das Update aufspielen möchte, braucht es ein iPhone mit iOS 16 drauf und das iPhone 7 kriegt das einfach nicht. So unglaublich ärgerlich, weil die Uhr alleine, ganz viele Leute haben mir dann gesagt, ja, das liegt ja daran, weil das Ganze so miteinander verwoben ist. Das ist mir schon auch klar. Das iPhone und die Apple Watch sind sehr, sehr eng miteinander verwoben. Die Apple Watch lagert ganz, ganz viel ans iPhone aus. Trotzdem, es zeigt halt wieder mal, wie abhängig die Apple Watch immer noch vom iPhone ist, obwohl sie eigentlich sehr, sehr gut ohne funktionieren würde. Mir ist es heute Morgen passiert, mir ist das iPhone 14 Pro Max über Nacht kaputt gegangen am Ladegerät, keine Ahnung, ist einfach nicht mehr aufgewacht und ich habe es erst im Verlauf des Morgens gemerkt, weil die Uhr ja alles alleine kann. Ja, ganz ohne funktionierendes iPhone hat die Uhr tadellos funktioniert. Ich würde mir da wirklich wünschen, dass jetzt nächstes Jahr mit iOS 17 und vor allem WatchOS 10 ist ja auch das 10er Jahr, also der 10er Schritt ist ja nicht ganz mit Jahren 10, dass jetzt da wirklich mal was vorwärts geht und die Uhr unabhängiger wird vom iPhone. Und eben genau solche Fälle wie die armen Leute mit den iPhone 7, die jetzt eine Uhr hätten, die perfekt in der Lage war, ja das alles zu machen, aber weil das iPhone halt nicht dabei ist, das nicht kriegen. Ich hoffe sehr, dass das nächstes Jahr gefixt und besser wird. Aber ich wüsste jetzt gerne, wie geht's euch damit? Wollt ihr das überhaupt? Oder findet ihr, wie auch viele Leute auf Twitter geschrieben haben, kauft ihr einfach ein neues iPhone? Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Mich hat's wirklich ein bisschen frustriert und geärgert und ja, mir tut sowas dann auch immer leid hier auf YouTube. Da zeigt man irgendwelche neue Sachen rum, dann melden sich Leute, ja, aber bei mir geht's gar nicht. Und dann ist es noch sowas ärgerlich. Das ist dann immer ein bisschen schade. So viel dazu, aber ich dachte, wir müssen auch noch über diese Schattenseite von WatchOS 9 und dem wirklich praktischen Beispiel, warum es eben wichtig wäre, dass die Uhr unabhängiger vom iPhone wäre, sprechen. Falls ihr findet, das war absolut nötig, Daumen nach unten. Falls ihr findet, kauft ihr ein neues iPhone, Daumen nach unten. Und was ihr noch nicht habt, Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video, was dann wieder ein bisschen länger ist. Aber ich dachte, das ist jetzt wirklich noch wichtig, dass wir da auch drüber gesprochen haben.